So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, es ist soweit. Wir wollen die zweite Werder-Soße testen, also das zweite im Prinzip Werder-Ketchup. Es gibt ja normales Werder-Ketchup, Tomaten-Ketchup. Wir haben aber letztens das Werder-Bier-Ketchup getestet. Richtig abartiges Zeug. Aber mit den Schupfnudeln in Kombination hat das sogar richtig gut geschmeckt. Und verfeinert mit der Mad Dog-Soße war es wieder mal ein Augenschmaus, ne? Also die Soße nicht in die Augen machen, das ist gefährlich. Wir haben jetzt aber nicht das Bier-Ketchup, wir haben jetzt Werder Feinkost seit 1873 Asia Thai Sensation mit Honig, Curry und Chili. Und hier sind auch noch Kokosnüsse drauf. Steht auch hier irgendwas dabei, Kokospüree ist auch drin. Die fand ich mega lecker, als ich die mal so zu irgendwas probiert habe. Da haben wir gedacht, da mal Nudeln machen und diese Soße drüber. Das treibt dich, riecht ihr das, zurück in die Karibik, richtig stark. Jetzt war letztens das Angebot, da gab es hier von Henlein Schupfnudeln. So eine Packung kostet 1,99. Da gab es das Angebot 2 zum Preis für 1. Man hat also 2 Packungen für 1,99 bekommen. Eine habe ich mit dem Bierketchup gemacht und die möchten wir heute mit der Asia Thai Sensation machen. Dann mal probieren und wenn es nicht würzig genug ist, Mad Dog 357, jetzt ab in die Pfanne. So, wie ihr vielleicht seht, es ist so verkackt dunkel draußen schon wieder. Es ist wirklich wieder ein richtig regnerischer Tag. Das packen wir jetzt hier drauf, mit Öl drin, schwätzeln das ein bisschen rum, machen das fertig, sagen dem Adi Hallo. Adi Schatz, ja, alles Gute. Und melden uns dann zurück, wenn die fertig gebraten sind. Seht ihr die kleinen Würmer, wie sie da liegen? Mal gucken, wir schmeißen das jetzt wieder hier in die Schüssel. In der Hoffnung, dass die Schüssel nicht explodiert. So, eine Schüssel bitte. Sicherheitsabstand. Pfanne. Rüber, aus. Und jetzt zack. Diese super Schüssel einfach mal hier hingestellt. Und jetzt kommt gleich die Soße. So, die Schüssel ist jetzt fertig. Hier sind jetzt die Schupfnudeln drin. Guckt euch das an. Man kann sogar durch die Schüssel durchgucken, wenn man hinter der Schüssel hängt. Das ist so genial. Jetzt die gute Werder Asia Thai Sensation. Die schütteln wir erstmal rum. Da ist deutlich mehr drin als im Bierketchup. Da ist fast die dreiviertelste Flasche noch voll. Bei dem anderen war das weniger. Die hauen wir jetzt mal hier drauf. Na? Kommst du raus? Was ist denn jetzt? Gestern warst du auch nicht so zurückhaltend. Schnell! Wir haben doch keine Zeit. Und oh, das sieht wirklich aus wie Ketchup, was sich gemütlich um eure Pommes schlängelt. Nur dass es halt irgendwelche komische, dickflüssige, unten bildende Blasensoße ist. Wie auf der Toilette. Das hat man doch gern. Da vergeht einem gleich der ganze Appetit bei dem Gelaber. Der Rest bleibt jetzt so drin. Jetzt stellen wir es gleich wieder hin. Jetzt machen wir das gleich mal rum. Und dann schauen wir mal, ob das dann schmeckt. Es riecht auf jeden Fall richtig fett nach Kokos. Kokos, ja. Kokosmilch. Einfach mal hier rummachen und hör doch mal. Wenn du an diesen Schupfnudeln rumschabst, wie knusprig die sind, was sie für eine dicke Kruste jetzt gebildet haben, das finde ich richtig genial. Man isst viel zu selten Schupfnudeln. Die meisten sind immer eher so auf Eierspätzle aus, aber ich bin übelster Schupfnudel-Fan. Die sind gut im Mund, ne? Da merkst du, dass du was im Mund hast. So, mögt ihr lieber Eierspätzle? Mögt ihr lieber Schupfnudeln? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hab ganz vergessen. Für das Thumbnail muss ich, glaube ich, noch die Schüssel hochhalten. Mit den Schupfnudeln drin und dem Ketchup. Also mit dem Ding. So, muss reichen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir schon eins gemacht haben. Irgendwas setzt sich jetzt schon im Hals ab und lässt mich husten. Irgendeine Chili-Curry-Note so ein bisschen, die da hinten drin rumhängt. Also die Soße ist an sich auch...
auch schon sehr gut. Hat die Katze gerade gemiaut, ich weiß es nicht. Das jetzt hier, ein Schupfnudel mit Soße. Unglaublich, dieser Geschmack. Ey, das ist so genial. Du beißt da rein, außen knusprig, innen weich. Wie gestern, ordentlich was zu kauen. Mit Honig, Curry, Chili, Kokos. Empfehle ich jedem, selbst wenn ihr Samyang-Nudeln habt und da ein bisschen noch was mit dazu macht, um nochmal einen anderen Geschmack mit reinzubringen. Oder wenn ihr mal Spaghetti übrig habt, haut euch das mal dran. Würzsoße mit Honig, Curry und Chili. Süß, würzig, scharf, alles gleichzeitig, aber natürlich nicht scharf genug. Also man könnte die genauso essen, wie sie jetzt ist, oder man verfeinert die sich noch ein bisschen, das wollen wir auch gleich probieren. Das ist kein Meisterkoch, das ist keine 5-Sterne-Küche, das ist Schweinefraß, aber egal. Das sind die Hausmann-Tipps des kleinen Mannes. Wir machen jetzt die Mad Dog auf. Versuchen wieder, ein Tröpfchen von der Mad Dog hier drauf zu machen. Ein kleines. Irgendwo hin. Wo kommt sie denn? Es dauert und dann plötzlich, boom. So, ein Tropfen. Zwei Tropfen. Wir haben wieder zwei Tropfen gemacht von dem Mad Dog, was total unscheinbar wirkt, aber das zieht wirklich durchs ganze Essen. Wenn ihr Mad Dog nicht kennt, ihr werdet es nicht glauben. Ihr müsst Mad Dog probieren, dann wisst ihr, was da los ist, aber mit Bedacht. Und die Soße hat es in sich. Sag ich immer wieder, normal in Großküchen werden damit Essen gewürzt. Wo ein Tropfen, ein kleiner Tropfen, einen ganzen Topf Linsensuppe würzt für eine ganze Belegschaft. Das ist wirklich nicht zum Hochverzehr so geeignet. Aber haben wir ja auch schon hinter uns, haben die Konsequenzen draus gezogen. Jetzt haben wir das hier nochmal schön rumgemacht und probieren das jetzt nochmal mit Mad Dog Soßengeschmack. Also du hast vordergründig richtig diese schleimige Soße, die richtig geniale Konsistenz hat. Da ist immer noch dieses Süßliche, aber jetzt merkst du richtig, wenn du diesen Geschmack und dieses Zeug zerkaut und runtergeschluckt hast, wie plötzlich alles anfängt und brennt und brennt und brennt, denn die Mad Dog, die zündet immer danach. Die zündet dann, wenn es eigentlich schon unten ist, fängt das erstmal an, sich auszubreiten. Und jetzt geht es wieder von jedem Bissen, Stück für Stück wird es jetzt wieder schärfer, wird es jetzt genialer, strömt einfach aus, durchströmt den Körper, ihr merkt richtig, dass ihr noch lebt. Das finde ich so genial an der Mad Dog. Ich glaube, die Schupfnudeln sind so dick. Wir können sogar noch einen Tropfen reinmachen. Erlaubt mal uns heute mal. Sind wir mal großzügig. So, noch ein. Zack. Und noch ein. Vier Tröpfchen Mad Dog in den Schupfnudeln drin. Wenn das mal kein Fehler war, ihr müsst halt selbst wissen, was ihr euch zutraut und was nicht. Was noch geht und immer ein Stück steigern, ein Stück steigern, ein Stück mehr portionieren. Nicht am Anfang die ganze Flasche drauf. Ihr werdet es auf jeden Fall bereuen. Jetzt nochmal in der abgespaceden Version. Und du merkst es richtig an den Lippen. Und die Mad Dog musst du einfach spüren. Und jetzt am besten nicht reden. Einfach essen. Einfach genießen. Das ist Essen. So muss es sein. Das war's von meiner Seite aus.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kennt ihr das gute Werder? Kennt ihr die Firma Werder? Kennt ihr das Asia Thai Sensation? Empfehle ich euch. Holt euch das mal. Das ist richtig genial. Hier ist das jetzt hier leer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.